Richtig. Und dann habe ich das auch wieder gekündigt. Aber vorher wollte ich dann doch noch einmal dieses, das hatte so ein, wie heißt denn das, so ein Erotik-Dings. Ich habe gerade den Namen vergessen davon. Was? War das ein Beate-Use-Kanal du oder was? erzählst, nee, dass das du hatte keine so ein. Pornos guckst, aber bei Maxton in die Erotikabteilung. Das hatte automatisch so ein Natürlich! Natürlich! Ja! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mein Blog. Das ist hier alles rein geschäftlich. Anwesend sind Jetzt heute schon die fertig. Partner Hose, Gurubai, McFly und Defias. Wir diskutieren heute in unserem Meeting das Anliegen. Ja, Habe ich vergessen. Kurznamen. Ja, ich wollte noch Schon wieder? von Givi hat drauf bestanden, da sie heute leider nicht dabei sein kann, dass ich die Also eigentlich hat Givi nicht Kommentare. drauf bestanden. Doch, sie hat es geschrieben. Hast Nee. nicht gelesen, was sie geschrieben hat? Ich lese nicht, was sie schreibt. Okay, dann weißt du auch nicht, ob sie drauf Allein bestanden hat. geschäftlich. Sie hat drauf bestanden. Also ich lese jetzt noch die Filmtitel vor, die vorgeschlagen wurden unter Givis Folge für die Flatulenzen, wie sie Hose so schön bezeichnet hat. Ja. So. Womit lege ich Wow, los? bist ja richtig vorbereitet, Anne. Ja. Ich muss jetzt hier erstmal gucken. Ich Bei lese mir einmal stand, mal die also Liste von wie so eine langwierige Asmatus vor. Stimmung hier. Also, vom Winde verweht hatten wir ja selber schon. Ja. Das Parfüm. Ja. Boah. Hat Mord was, in ja. bester Gesellschaft, der süße Duft des Bösen. Begegnung des Schicksals. Was Der müsste man Sturm essen, damit des Jahrhunderts. Auf der Flucht. In Time, deine Zeit läuft ab. Das Tal der Unglücklichen. Die letzten Tage Wow, von Pompeji. boah. Ja, Das Koro da wieder lacht, da wieder ist klein. mein Highlight. Mir hat Die jemand der den Untergang Untergang glaube ich, auch schon, vorgeschlagen oder? und Fast and Furious, die fand ich okay. Nightmare Aber Before irgendwie. Christmas steht hier noch. Wow. Schön. Nightmare Before Christmas. Ja, schön. Schön. Ja, schön. Schokolade zum Frühstück. Ja, das hatte Givi doch selber vorgeschlagen, Ach, oder? das Dach hier steht ja genau. Boah. Ich finde am besten, als die Tiere den Wald verließen und Schokolade zum Frühstück. Was kann man denn noch? Kann man noch was anderes aus Filmtiteln machen, was vielleicht nicht also ich meine, Furze haben wir jetzt, ist gut so, aber ne? Deine letzte Bettgeschichte in einem Filmtitel zusammengefasst. Meine letzte. Oh, Jesus. Frankensteins Monster. Boah! Das erzähle ich deiner Freundin. Oh, warte Was mal, ist wenn hier man, denn passiert? wenn man ganz nach Habe ich eine, unten. aber da habe ich eine Aufnahme verpasst oder Warte mal, was wenn ist man hier ganz nach los? unten gehen will, plötzlich ist es ein Schankloder. Da habe ich die Solarpanels, die ich letzte Folge Hast angefangen habe, du meine fertig gemacht. Baumfarm plötzlich effizient gemacht? Warum? Weil die Energie und alles ist ganz anders plötzlich. Es war Ja, der Plan, dass sie da kommt uneffizient jetzt ist. Solarenergie, wir haben jetzt ganz viel Energie. Oh, schön. Energie! Ja, das ist das Projekt jetzt zu Ende. Vielen Dank fürs und Zusehen, wo Leute. kriegt Vielen. die wo kriegt die Farm? Also Genauso durchs Kabel wie vorher auch. weil sie keine Energie hat, deswegen Ach so, dann habe ich das Kabel vielleicht falsch angeschlossen. Weil das ging hier ging deine Baumfarm ja wieder hin und da habe ich das Kabel angeschlossen. hier. Wie im echten Leben. Erst braucht der Techniker wochenlang, bis er überhaupt kommt. Und dann schließt er was falsch an und Also muss ich 3 Wochen würde später nochmal einen Termin machen. Ich würde jetzt vielleicht Nefi nicht als qualifizierten Techniker bezeichnen, Ich würde aber nicht sagen, dass Niffy jemals ich habe jetzt gekommen seine ist. Energieleitung da hinten nicht erneuert, aber. Hä, eigentlich, ja, ich wollte auch gerade sagen, eigentlich müsste da Eigentlich locker müsste es Energie gehen. ankommen. Eben. Da muss erst noch ein anderer Techniker kommen und das Rohr Vielleicht verlegen. hat er, ja, ich wollte auch gerade sagen, Das vielleicht waren hat andere Filme. So. es. Das sind die Castings, an denen du immer teilnimmst. Vielleicht braucht man hier Casting, Insult, wenn Casting, man wechselt. Warte, Ja, komme ich wofür hier brauchen irgendwie. wir ein Casting? Also, ich komme ja mit Doppelsprung raus. Ich weiß nicht, wie es mit dir Und aussieht. auch nicht gecastet. Ich bin zu fett für Mann, Doppelsprung, ihr habt danke. wieder alle Schafe ausgerottet, ihr Penner. Nee, gar Wie nicht soll ich hier den ausgerottet. Tiger. Die sind nicht ausgerottet. Tigerstäre. Die sind aus deprimierender Eigensterbung verreckt. Eigensterbung, Die sind ja. nicht Genau. verrottet. Der aber auch noch an Hast du jetzt Eigensterbung Energie? Ja, Energie kommt an. Muss Also man muss nur noch man mal die auf hinsetzen. Insert Ja, aber wo einstellen. sind denn Genau, die ja. Schafe, Ah, wenn okay. sie. Weggelaufen, Anne. Die konnten dein tägliches Jammern nicht mehr ertragen. Ganz genau. Ah, oh, Ihr guck mal, seid wie doch schön voll die scheiße. läuft mit Energie. Bitch. Schön.
Oh yeah. Jetzt haben wir auch, kriegen wir auch wieder ordentlich Holz, nachdem jetzt nichts mehr da ist. Ja, warte mal, nimmst du jetzt eigentlich die Kohle, die das Ding produziert? Ja, die Kohle, die das Ding, deswegen habe ich die Iron Chest hingestellt, dass die Kohle. Die okay, also mit anderen Worten, wir produzieren einfach sehr viel Kohle und danach Holz. Ja. Genau. Okay, das ist gut, das ist gut. So, warte, dann pack ich mal die Bodenfliesen wieder dahin, wo es hingeht. Warte mal, wir waren bei Letzte Bettgeschichte mit einem Film, ne? Am Film finde ich voll anstrengend, so viel Film habe ich nicht die gesehen. Die Schöne und irgendwie. Das Biest. Klassiker, Klassiker. Dann wird mit diesen Zwerge. Der irgendwie. Wow! Oh, wow, Maxi! Wow! Hier, Goro, ich gebe dir noch mehr Weizen, bitteschön. Das klingt fast mehr nach Porno-Titel mittlerweile. Oh, warte, Hose, ich habe auch noch was für dich dann. Sind wir wieder befreundet? Kein, gibt's, oh, geiler Scheiß, Alter. Sind wir wieder befreundet? Nice. Ich dachte jetzt gerade, hat Goro die Hose. Nein, nein, weil wir haben doch Beef angefangen. Aber ja, offiziell. Hat jemand ein Schwert für mich? War das nicht? Hier mit schon Wochen Mac her. Hose gegen Goro King oder so? Ist Wochen her. Jemand Wochen ein Schwert her. Für mich? Das war eigentlich Mac Hose. Nee, Hose. Das ist die schottische Version meiner Hose, keine Ahnung. Aber du kannst zu mir kommen, dir Material leihen. Was habe ich jetzt in der Folge gemacht mit Hose? So, hä? War der Milch mit Mac? Mac. Ach ja, Hose, Mac, wenn du noch was willst als nur dieses Scheißzeug, kannst du das hinnehmen. Wenn du mehr willst. Breaded Pork, ist das sowas wie Schnitzel? Hm. Geil. Hm. So geil. Wie Schnitzel. Sag du doch mal, ich koch nicht. Hat Beef nicht nur angefangen, weil Goro nicht gekocht hat? Ich bin gerade hier überfordert. One Night in Paris geht sonst auch nochmal als Film. Och komm. Dabei sind das eigentlich nur noch Pornotitel. Ja, ich wollte auch gerade sagen, da kommt man eher irgendwie auf Pornotitel als auf echte. Also ich glaube, ich kenne eigentlich überhaupt keine Pornotitel. Was? Was? Die Mumie Teil 3, Oma, willst du doch mal wissen? Klassiker. Das kenne ich nicht. kann man denn älter als 12 sein und keine Pornotitel kennen? Hallo, es gab schon Internet, als ich 12 war. Da guckt man doch keine richtigen Pornofilme mehr. Dann kennst du keine Pornotitel? Ja, wer guckt sich denn ganze Pornofilme im Internet an? Du guckst doch nicht ganze an. Da nein, gibt's so da musst du durchgepiratet Scrollmuster, wo du was, genau die Making-ofs sind die besten, Alter. Es gibt Making-ofs. Was nein, aber das ist. Ich bin krankes Schwein. Das bist du denn für ein Schwein? Die noch mal die Kameras hinter den Kameras. Das Geficke kannst du ruhig gucken, aber wie es gemacht wird, das geht nicht klar. Ich kenne sogar einen Pornotitel. Und zwar gab es damals, ich hatte damals, als ich noch jung und dumm war, einen Maxdome-Account. Ja, damals. Maxdome-Account. Okay. Genau, Maxdome-Account. War sowas wie Netflix für Minderbemittelte, ne? Richtig, ja. Und dann habe ich das auch wieder gekündigt, aber vorher wollte ich dann doch noch einmal dieses, das hatte so ein, wie heißt denn das, so ein Erotik-Dings, ich habe gerade den Namen vergessen davon. Was? War das ein Beate Use-Kanal oder was? Du nee, das hatte keine so Pornos guckst, aber bei Maxdome in die Erotik-Abteilung. Das hatte automatisch so ein. Natürlich! Pop-up. Natürlich! Ja! Da hat gesagt, sich ein Pop-up geöffnet. Da habe ich mir so gesagt, komm, da habe ich auch so sehen drauf geklickt. Das Abo jetzt ausläuft, guckst du noch einmal, was das so zu bieten hat, ne? Und dann hab ich hier Cindy, die Schönheit vom Lande oder sowas hieß das. Cindy, die Schönheit. Hast du ja auch das Beste ausgesucht, was sie hatten in der Bibliothek, wa? Könnte aber auch ein Disney-Film gewesen sein, Alter. Ich musste so hart lachen. War auch aus den 70er Jahren. War sie wenigstens schön? Ach so. Also noch richtig buschig, ich wollte gerade sagen. Alter, ich sterbe schon wieder, was soll denn das? Können wir mal nicht so viel auf Pornos konzentrieren, mehr Minecraft. Ja, es lenkt mich ab. Richtig buschig, ey. Aber ich kann euch die Story gerne kurz zusammenfassen, falls ihr Story? Ja. Story. Ich dachte, darum guckt ihr so gerne Pornos, wegen der Story. Wie in dem Happy End, genau, Anne. Genau. Happy Ending. Ob die beiden sich am Ende noch kriegen, ist so meine Frage immer. Ja. Die beiden? War echt eine tiefgehende Story. Also so ein Porno war das? Achso, okay. Möchtet ihr die Story nicht hören? Nee. Nein. Okay. Okay, komm, wir hauen dich am Lande. Sie doch erzählen. Also, ja, komm, möchte sie auch erzählen. Als Mann hast du immer Angst, dass wenn so eine Frau dann so eine Story erzählt, du so sagst, shit, die kenne ich. kenne ich. Ich weiß nicht, wie viele Pornos ihr aus den 70er Jahren kennt. Och. Da sage ich eigentlich generell nichts zu. Och. Bester Kommentar. Och. Ja, also jedenfalls die Cindy
ne? Die kommt ja vom Lande eigentlich, ne? Und dann fährt sie in einem Cindy schicken Cabriolet, fährt sie in die Stadt und trifft dort ihre attraktive Cousine, die natürlich schon lange in New York lebt und sie abholt, damit sie in ihrem Apartment mit ihr zusammen leben kann. Und dann kommen sie sich in ihrem Apartment dann doch etwas näher. Was aber natürlich völlig normal ist unter Cousinen, wie wir alle wissen. Klingt eigentlich wie ein relativ guter Film jetzt so. Wie wir dann aber noch mal. Du musst dir beide immer noch als Hagrid aus Harry Potter vorstellen, ja? 70er Jahre. Oh. Hagrid, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, sag ich mal. Aber und es gibt bestimmt auch Leute, die Hagrid schön fanden. Nicht auf diese Art vielleicht. Nee, ich bin nicht auf diese Art. Ich stehe nicht so auf super Halbriesen mit buschigen Bärten. Ich dachte, da kommt was anderes jetzt. Aber du sagst das aber ziemlich erregt. So. Also, Goro. Mit buschigen Bärten. Ja, der hat den No Shave November. Oh Gott, ich bin allzu tief gefahren mit dem Fahrstuhl. Ich bin in der Hölle. That's what he said. Ich bin in der Hölle. Man steht plötzlich einfach hier den Graben und Chang'lo daneben ein. Hä, bist du echt eins? Ja, es geht ein tief auf einer Seite, weil da ist ein Chunkloader und eine Batterie. Ist ja, schon bist du die Hölle. So ist das also. Geheime Räume werden hier gemacht. Aber jetzt ist ja auch hier Movember. Für die hauseigene Pornoproduktion. Oh, ich hab Nemo gefunden. Haben wir Strom im Keller? Bitte sagt, wir haben Strom, einen Stromkasten im Keller. Nein. Wir haben Strom im Keller. Wieso aber ist kein Strom? Strom. Ach so, Stroh. Nee, ach so, ein Stroh und Stromkasten nicht. Da fehlt das Stroh noch. Aua. Verdammt. Warum haust du mich? Warum will ich ja, da kein Stroh? Das ist eine sehr gute Frage. Weil wir keinen jetzt, wo wir den Headsmog nicht mehr haben, haben wir ja nicht mal mehr Hüte auf, ne? Das ist voll traurig. Nee. Keine lustigen Google mussten wir rausnehmen, weil wegen, keine Ahnung, warum eigentlich? Weil wegen der Frau, die heute nicht da ist. Wow, gut, dass wir rausgenommen haben. Okay, das ist jetzt eine richtig peinliche Geschichte, ne? Aber wie craftet man Fences in dieser Version von Minecraft? Mit oh, das ist noch wie früher. Okay. Nur mit Sticks. Peinlich. Gut, als ob du was wusstest, Max. Hätte mich mal zugehört. Was ist das? Okay. Das ist doch mal eine schöne Diskussion, die wir jetzt führen können über peinlichen Shit. Es gibt keine Spruce-Fences hier? Bullshit. Okay, was ist das Peinlichste, was euch jemals passiert ist? Oh, da möchte ich nicht drüber reden. Das ist mir peinlich. Ja. Das ist mir zu peinlich. Oh, nee, das ist mir peinlich. Nicht reden. Nee, ohne Scheiß, ich will das nicht erzählen. Fällt da jetzt nichts ein, glaube ich. Außerdem, ich glaube, ganz ehrlich, so jetzt nicht lebenseinschneidende, aber trotzdem sehr peinliche Momente verdrängt man auch ziemlich schnell wieder, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass mir schon mehr peinliche Sachen passiert sind. Nee, so oft wie ich die peinlichen Sachen erzähle, wenn ich besoffen bin, kann ich mir das nicht vorstellen. Bin heute beim Unterrichten gegen den Tisch gelaufen. Das war, mir aber nicht peinlich. Das war ein rhetorisches Stilmittel. Ja. Guck mal, die Sägemühle jetzt sieht schon viel besser aus. Und schon konnte man, die Französische Revolution auswendig. Die brenne ich auch nicht nieder. Die brenne ich auch nicht nieder. What the fuck, Anne, Alter. Französische ist auch jetzt, bis auf die Bäume, nicht aus brennbarem Material. Was sind das überhaupt für Fackeln? Was ist das für ein okkultes Ritual, was da passiert? Du meinst an der Baumopferstätte? Da hat Max schon wieder eine Revolution. Oh Mann, darf ich mir ein paar Schafe spawnen? Ich finde keine. Nein. Ja, mach doch, ey. Nein, es gab so viele Schafe hier. Ja, aber wo sind die alle hin? Die haben wir alle getötet, damit du dich aufregst. Linien zu. Es hat funktioniert! Anne, du hättest sie scheren sollen und nicht töten. Ich töte sie doch nicht. Ich habe doch extra eine Schere. Siehst du, Scheren und deswegen dabei. Läuft man nicht schnell mit einer Schere in der Hand rum. Also hier sind zwei Pferde und ein Schwein. Ich weiß nicht. Ist irgendjemand noch der Meinung, dass Anne die getötet hat? Ja, ich bin auch der Meinung, Anne hat sie getötet. Raste gleich aus! Weil sie meinte, ja, wir finden noch welche. Hat sie nämlich gesagt, wir finden bestimmt noch welche. Erstmal alle Tiere. Ich töte keine Schafe. Aber Kühe. Ja, Schafe wurdest du jetzt nicht, ne? Peinliches Schweigen. Habe ich dich wieder auf falsch Fuß erwischt? Ich habe Goebbels nicht getötet. So viel kann ich euch verraten. Das war wen hast du nicht getötet? Goebbels. Hier, ich habe ein Schaf gefunden. Goebbels. Ja, ach. Drei Schafe. Drei. Und zwei Hühner. Nee, wie alle Schafe sind ausgestorben. Das geht gar nicht. Ich finde halt keine. Hast du überhaupt geguckt? Natürlich, ich habe schon die ganze letzte Folge danach gesucht. Wie kann Nefi denn innerhalb von zwei Sekunden drei, weil zwei ich habe einen Gleiter und bin schneller. Der cheat ist so. Der Gleitgel ist schneller. Aber ich weiß, wo er hingeflutscht ist. Well. Töte ich Schafe jetzt, ne? Ich hab dich gesehen. Nein! hast du denn Heu dabei, also Weed? Nein.
Warum noch? Du bist ja top vorbereitet. Du bist ja gut vorbereitet. Ich wollte doch nur Scheren, die waren doch ja, hier sind sie drei Stück. Besser aber Spinnen umbringen, ne? Also wenn es eh nur um die Wolle geht. Ja, Spinnen wachsen ja auch nicht gerade in den Bäumen. Ich Baumwolle? Spinnen halt dunkel spawnen und tatsächlich unter Bäumen, Anne. Nein. Nacht. Doch. Ja, nachts, oh. Ja. Verstehe jetzt gerade nicht, wo dein... Ihr seid so destruktiv. Hä? Wir sagen dir, dass du Spinnen töten kannst wieder. Und du sagst, ihr helft dir. Wir haben nichts gemacht, du hältst dich wieder für was Besseres an, ne? Oh. Typisch mit dir. Klein halten will sie uns, klein halten. Das ist wieder so typisch Frau, ey. Oh, hat er nicht gesagt. Soll ich dir ein paar Freikarten für Mario Bart schenken? Hast du dir. Sechs. Weißt du, wie teuer die sind? Die würde ich eiskalt auf eBay verticken. Ist eine so Iron Chest nicht größer als eine Doppelchest? Nein, das ist exakt gleich. Scheiße. Aber du kannst die Iron Chest upgraden. Zwei Iron Chests, ja, eben, du kannst sie upgraden. Als eine Doppelchest. Aber die Upgrades sind so teuer. Ja, aber du kannst zwei Iron Chests nicht zu einer Doppelchest zusammenstellen. Nee, aber du kannst halt mach einfach eine Goldchest draus, whatever. Ja, aber Goldchest ist so teuer. Whatever. What? Ja, nein. Wobei eigentlich whatever. Aber zwei Dias. So teuer, halt, ne? Mega Gold. Was? Goldchest kostet doch keine Dias. Der wird das Upgrade. Das ist. Du bist ah, nee, warte mal, das ist Gold schon. To Diamond. Sorry. Ja, genau. Diamond, like a Diamond. Wieso Goldchest Diamanten kosten? Man kann halt überhaupt keinen Sinn ergeben. Damit die mehr blinkt. Verstehst du? Mehr bling bling. So wie deine bling, Augen, Max. Ich hole mir jetzt. Oh. Das war so der homoerotische Teil dieser Folge. Ja, ich bin gerade ein bisschen perplex. Ah. Ich dachte, der homoerotische Teil war der 70er-Porno mit den Cousinen. Ja. Es stimmt sogar. Ich glaube, später kam noch ein Typ dazu. Nein! Da war es aber für dich uninteressant, da hast du abgemacht, ausgeschaltet. Da war es für mich uninteressant ja. Und dann. Penis. Also, du findest also zwei Frauen, die miteinander interessanter als wenn ein Mann dabei ist. Nee, also ich muss gestehen, ich bin wirklich kein Pornogucker. Ich gucke natürlich keine Pornos. Nee, das, ehrlich, ich weiß nicht wieso, ne? Aber egal, also nicht, wer das sagt, ich glaub's nicht. Egal, das ist so unlogisch. Was wäre, wenn der Papst das sagen würde, Hose? Es ist nicht so, als hätte ich nur einen Pornos gesehen. Alter, der Papst ist der Erste, dem ich nicht glauben würde, dass er sich nicht jeden Tag einen abwedelt. Okay. Erzähl doch, Anne. Ja, weil ich finde, also ich würde vielleicht Pornos gucken, wenn ich nicht alle Männer in Pornos ekelhaft finden würde. Dann würde ich vielleicht Pornos gucken. Was wäre denn, wenn angenommen, Maxi macht jetzt ein Porno? Dann erst recht nicht, weil ich will bestimmt nicht meine Freunde, Bekannten, Lehrer, sonst was ich was irgendwo in Pornos. Echt, gerade erst recht, da würde ich erst recht neugierig werden, da würde ich auf jeden Fall gucken. Alter Schwede. Nee. Als ich in der 12. Klasse war eine Klassenkollegin, war mal im Playboy. Alle Lehrer hatten den Playboy, alle. What the fuck? Und keiner von den Fickern wollte mich mal eben reingucken lassen, echt. Was? Du hattest eine Klassenkameradin, die im Playboy war? Die im Playboy war, als du 12 ja. warst? Als du 12 in der 12. Klasse, ihr Ach Eulen. So. Ja, als ich 12 war. Ja, Playboy. Ja, ich dachte auch, das war so. Wow, wow, was wow. Denkt ihr denn? So, stopp. War natürlich mit einem Artikel da drin. Oh, oh mit einem Artikel. Der Deal das. Playboy gibt's Artikel? Warte mal. Die kaufen doch alle nur wegen der guten Artikel. Wegen der Testartikel. Nee, ganz ehrlich, vielleicht. aber warum solltest du sonst eine Playboy heutzutage kaufen, im Zeitalter des Internets? Das machst du wegen der Artikel. Gibt mit Sicherheit viele Leute, die einfach zu blöd sind, im Internet das zu finden. Pornos zu finden, die nicht sofort die Festplatte verseuchen oder die nicht wissen, wie sie für ihre Frau dann den Verlauf löschen. Den Verlauf löschen. Für alle Männer, die es nicht wissen, hier ein Tutorial. Nee, viel hast du. Ich glaube, das blende ich echt ein. Hat irgendjemand, früher hatte ich so eine Einstellung, dass meine History überhaupt nicht gespeichert wird. Das habe ich schon lange nicht mehr. Und seitdem meine History halt nützlich. Das Problem ist, manchmal brauche ich meine History, wenn ich Seiten aus Versehen schließe. Ja. Und dachte mir so, Mann, bin ich brav. Aber dann habe ich mich ein bisschen so geschämt, weil kennt ihr diese Seiten auf Facebook, wo immer sowas steht, so eine WhatsApp-Story und dann willst du wissen, wie es weitergeht, aber das Bild ist abgeschnitten und dann musst du so auf die Webseite gehen. Oh, du fällst gehen. Auf sowas rein. Ich wollte auch gerade sagen, das ist der dümmste Clickbait, den es überhaupt gab. Das heißt, sie fällt drauf rein, sie macht es halt. Ich mach das halt. Ja. Oh Gott, das ist noch. Das aber. Also, da jetzt nichts gegen dich, ne? Aber das ist noch schlimmer als. Also. Ja, das ist schlimm. Viel Daten, die auf Facebook hat, so gesehen. Weil das. Ich meine, damit verkauft sie ja nur ihre Daten an mindestens zigtausende Firmen. Nein, Moment mal. Da geht es nicht um die ganz private Frage, Nefias. Hast du noch meine Dolly? Nein. Ich hab eine Dolly, wenn du eine willst. Ich hab die Cookies noch. Melde ich mich auf der Seite an oder like irgendwas. Ich hab die aber nicht mehr. Nee, warte mal.
Hose, darf ich bei dir rein? Hast du meine Dolly? Die, ich hab dir die wieder gegeben damals. Hose hat die geliehen, ne? Was? Also ich hab eine Dolly in meinem Sack. Das ist noch so. Wenn du die haben willst, kannst du sie gerne holen. Wo bist du denn? Aber, draußen bei hier bei Maxi. Hat irgendjemand Stroh noch übrig? Was war jetzt überhaupt mit Annes Suchverlauf? Nee, aber du kannst hier gucken. Wegen. Ja, der Suchverlauf, wie gesagt, ich hab den so angeguckt, weil ich so dachte, huch, ich habe ja einen Suchverlauf, habe ich ja gar nicht dran gedacht. Und was macht ihr denn hier? Ja, der Suchverlauf war total harmlos, bis auf halt diese Seiten, wo ich mir dann dachte, Mann, ich sollte mal aufhören, auf diese scheiß Clickbait-Sachen zu klicken. A la Dolly. Danke. Was mache ich mit der Dolly? Kisten aufheben. Wieso haben wir denn kein ein Stroh habe ich noch, ne? Das reicht auch, ja, um die Farbe herzulocken. Was baust du denn hier, Hose? Ich weiß es auch nicht. Ach, das ist deine Schlachtfarm oder was? Genau, das wird die Farm, wo denn das Weed produziert wird, was die Kühe dann fressen. Anne, wenn du hier in die Richtung, aus der ich komme, ist Weed. Das ist hier so eine Fabrik, wo auf Fließband das Kalb geboren wird und auf demselben Fließband geschlachtet wird. So ungefähr soll es werden, ja. Geilo. Ein Weedfeld ist da? Massenzucht. Ja. In der Moderne. Ja, na hoffentlich. Was baut ihr denn da gerade? Eine automatische Farm? Ein automatischer Schlachthof. Nee, noch ist da leider nichts automatisch, aber ich baue zumindest das Haus. Ne, automatische Schlachthof. Automatisches Schlachthof. Wisst ihr, was auch krass wäre? Ein automatisches Folgenende. Da müssen wir das jetzt nicht manuell machen. Nice. Gute Überleitung. Tolle Überleitung. Aua, du Ficker. Jetzt bin ich von meinem Drecksdings runtergefallen. Ja, das auch. Fluchen wie die Profis. Grundkurs mit Hose. Bis zum nächsten Mal. Grundkurs, Alter. Ich gehe schon seit 3 Jahren Flugkurse an der Volkshochschule. Du kannst auch den Rest klicken, Anne. Tschüss. Haut rein. Tschüss.